So, neue Folge. Aber der Euron hier sieht jünger aus als in Final Fantasy X. Das stimmt. Ich weiß auch gar nicht, hatte der... Der Original Euron hatte doch auch nicht so eine Narbe im Auge, sondern irgendwie... Was hat denn der nochmal? Ich habe gerade so eine Augenklappe im Kopf, aber stimmt das? Nee. Guck mal nach, ne? Dann will ich jetzt gerade mal wissen. Wenn ich einfach nur Auron eingebe, kommt der dann direkt? Was meint ihr? Nein. Doch. Ah, er hatte so eine Brille auf. Genau. Darf ich etwas zu Euron sagen, was du bei deinem Spielfortschritt schon wissen solltest? Gerne. Es kann sein, dass ich es nicht weiß, aber selbst wenn, ist es mir eigentlich egal. Eine Brille, ich meine, sein Mund war verdeckt. Genau, durch seinen fetten Kragen nämlich, den er da eigentlich auch hat. Ja, sehen sie schon ähnlich, ne? Hier sieht man jetzt durch die Beleuchtung so... Na, geht so. Naja. Er ist tot. Was? Deshalb konnte Hades ihn ja so holen, wie er es tat. Mhm. Also meinst du, dass ich meinen Spielfortschritt Final Fantasy X, weil ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es da schon sowas da voran gab, aber dann, naja. Ist es halt so. Ich werde es auf jeden Fall auch, oh, das habe ich gar nicht geguckt, ob das alles so stimmte. Simon meinte mal, Euron würde nach Tod liegen. Don't count on it. Huh? Oh. Leaving so soon? Lauf zum Ausgang. Achso. Ich hau einfach ab. Also, geht gar nicht. Okay. Aufgabe sagt, hau ab. Aufgabe geht nicht. Oh. Hui. Oh. Geil. Yeah. Darf ich jetzt weg? Ja! Eile weiter! Brauchst die EP. Okay. Ja, driven geht nicht, Kollege. Ich würde echt gerne driven. Thriven würde ich auch gerne. Ich fühle den Heat. Ach ja. Was soll ich sagen? Bin mal wirklich auf die nächste Zeit gespannt. Ich weiß, ich nerv mit Corona und so einem Scheiß. Eigentlich will ich selber gar nicht darüber reden. Warum versuche ich ihn anzugreifen? Das geht nicht. Ich bin mal sehr gespannt auf die nächste Zeit, wie viel ich arbeiten muss, ob ich noch lange arbeiten muss. Wenn du dicht macht, wir alle verhungern müssen. Ich hoffe ja. Tut der Welt ganz gut. Wenn Menschen einfach mal weg sind. Kommt der Dicke her. Oh, ich hab ihn. Ich dachte gerade echt, ich hätte ihn einfach pulverisiert. Er wäre einfach weg. Leider nicht. Oh, cool. Yeah! Bam! Das ist voll geil. Die ganzen Fähigkeiten, die man haben kann. Nimm mal hups. Ach nee, das habe ich schon mal geguckt, ne? Ob man Soundeinstellungen. Weil irgendwie ist mir das Spiel immer noch ein bisschen zu laut. Aber letztes Mal diese 36. Ich letztes Mal die Lautstärke 36. Das war mir zu leise. Machen wir mal 37. Ich merke schon einen erheblichen Unterschied.
Weil sonst schreie ich so rum, das will ich ja auch nicht. Schreien ist nicht so cool. Außer man regt sich auf, dann ist es sehr erleichternd. Farewell. Farewell. Stimmt, das hat er auch immer gesagt. Das sagt Juron auch immer, wenn er den feinen Hit bei dem Gegner macht. Boah. Jetzt habe ich doch wieder Lust, es weiterzuspielen, Final Fantasy X. Ich muss es auch eigentlich tun. Ich habe ja eigentlich erst geschafft. Ich habe ja jetzt auch... Ich habe Tony Hawk jetzt eigentlich auch so ein bisschen durch, also... Ich habe auch gar nicht mehr so Lust, weiterzuspielen. Der Klassik-Modus macht mich fertig, weil ich einfach viel zu schlecht bin. Ich bin unfassbar schlecht in Tony Hawk, ne? Ich habe den Story-Mode auch auf leicht gespielt, weil ich mir dachte, ich kann das Spiel überhaupt nicht. Ich probiere lieber erstmal so. Ich habe ihn zwar durchgeschafft, aber... Ich bin trotzdem unfassbar scheiße. Ich krieg es nicht hin, eine Combo über 50.000 Punkte zu machen. Da hört es bei mir auf. Ich versuche übrigens ihn zu bekämpfen, weil ich gleichzeitig rede. Ich hau einfach ab. You're really good. Are you some kind of hero? No, I'm no hero. I'm just an... Huh? Auron. Whoa. My name. I'm Sora. Go, Luffy! Whoa! It seems we were fated to meet. Maybe you need a guardian. Guardian? Thanks, but no thanks. Anfänger. Ich finde es immer witzig, wenn die dann einfach so rumlaufen. So verplant. Das wollte ich gerade sagen. Wo war ich gerade? Achso, Tony Hawk. Ne? Ich bin echt scheiße und mich frustriert es ein bisschen. Weil ich irgendwie, ja, so blöd dafür bin. Ich will nicht sagen, dass ich es nicht lernen könnte, aber ich habe irgendwie auch nicht so mehr die Lust gerade. Ich muss auch im Story Mode, muss man ja an einem Skate-Teil eine 350.000 Punkte-Kombo machen. Und das kriege ich nicht hin. Das kriege ich nicht hin. Das kriege ich einfach nicht hin. Ja, mit Ach und Krach so 100.000 Punkte geschafft und das reicht dann. Dann spiel ich mit Cheats. Nee, lass mal. Ja. Ich habe heute schon wieder ein bisschen Ori weitergespielt, weil mir doch dachte, ach komm, ne, ich mach doch mal und irgendwie, das Spiel macht mir echt keinen Spaß. Ich weiß nicht. Ich find's echt nicht so toll. Ich meine, ich kann so ein paar Punkte nachvollziehen, warum das Leute toll finden, aber irgendwie auch nicht so hundertprozentig. Naja. Aber das Spiel ist auch gar nicht mehr so lange. Jetzt werde es wahrscheinlich durchspielen. Dauert eh nur noch 1-2 Stunden wahrscheinlich. Das Spiel ist ja kurz zum Glück. Und dann spiele ich vielleicht endlich mal Final Fantasy 10 durch. Ja, wollen wir die ganze angefangene Spiel auch mal durchspielen, ne? So. Verstehe. Der Fluch der Unterwelt entzieht uns unsere Kräfte. Ihr müsst dadurch auch geschwächt sein. Vergesst es nicht. Mhm. Ich möchte das Versprechen halten, was wir Mac gegeben haben. Aber Hades schien nicht gerade ein offenes Ohr zu haben. Wir sollten besser gehen. Wir können darüber nachdenken, was wir als nächstes tun, wenn wir hier raus sind. Mhm. Auron ist sehr mächtig. Er überschreitet es vielleicht, aber er muss ein Held sein. Sicher. Bisschen nur so. Ja, Bioshock 1 war durchgespielt. Ich habe Heartless all over the underworld now, so you can leave those pipsqueaks to me. Look, pal, you just keep working on turning Hercules into a Heartless, then he'll be all mine. This is my underworld, you idiot! Handle this myself! Interessante Übersetzung, die war ein bisschen lustiger tatsächlich. Cerberus, go! Da ist er wieder. Cerberus. I got it! Ja. Bioshock 1, 2 durchgespielt und bei 2 auch Minerva, was denn? Das habe ich gesehen, weil als du mir gestern geschrieben hast, habe ich natürlich erstmal dein Profil gestalkt. Wie sich das gehört. Und ich wollte noch fragen, stimmst du mir zu, dass Minerva, was denn besser ist als das Hauptspiel? Zumindest die Geschichte fand ich von Minerva's Den doch irgendwie ziemlich viel besser. Interessanten Plot-Twist. Den ich wieder ein bisschen vergessen habe, aber. War das so mal, dass man selber eigentlich der Dude war, der die Aufzeichnung da überall gemacht hat, ne? So war das, glaube ich. Bei mir hat wie immer Big Daddy gespielt. Also, wie in Hauptteil 2. Bushido. Die Geschichte fand ich besser und der Plot kam schon näher an den Teil von Teil 1 ran. Ja. Weil er auch so kurz war, ne? Gab es halt keine Durststrecken. Ich mag das auch lieber. Habe ich auch im Let's Play gesagt.
Jetzt empfehle ich dir sehr, meine Let's Plays zu gucken. Nein, Spaß. Aber Bioshock Infinite, bester Teil. Also was heißt bester Teil? Bioshock 1 kannst du halt auch nicht so richtig vergleichen eigentlich. Ich finde beide ziemlich großartig. Eins möchte ich bei dir gucken. Oh. Sag mir dann mal, ob ich tatsächlich auch mit Dreieck, also mit Y springen musste am Anfang. Ich weiß es nicht mehr. Aber spawnen immer neue. Geht mir nicht auf den Sack. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie kaum Fortschritt, weil ich immer so lange rumdödel in den einzelnen Räumen. Kann das sein oder kommt mir das nur so vor? Farewell. Yeah, Bushido. Lustig, dass es Bushido heißt. Ich weiß, Bushido ist irgendwie, ich weiß gar nicht so genau, was Bushido ist. Irgendwas Asiatisches. Bushido Blade gibt's ja auch. Ein Spiel, glaube ich. Aber ich denke bei Bushido nochmal an so einen gewissen anderen Typen. Wo müssen wir jetzt eigentlich genau hin? Ich weiß es gar nicht. Hallo Fettsack. Ach komm, ne, wir brauchen ja die Erfahrungspunkte. Volltreffer. Immer wenn ich da unten links was Grünes sehe, muss ich drücken. Wenn du wieder driven kannst, solltest du dann übrigens auch wieder deinen Goofy auspacken. Ja. Genau. Warum braucht man eigentlich Goofy dafür? Ist wirklich so, dass mich verarscht. Ich meine, warum sollte Donald das nicht können? Ich meine, ich brauche ja nicht explizit Goofy. Also Goofy ist ja nicht Teil meiner Drive-Verwandlung, oder? Ganz verstehe ich es nicht, aber hey. So ganz verstehen ist eh so eine Sache, die bei Kingdom Hearts nicht so ganz wirklich ist, glaube ich. Die anderen Formen gehören dann zu Donald. Achso, es gibt auch. Ah, so, okay. Tschüss! Ist schon geil. Ich mag diese Special Moves. Auch wenn sie manchmal viel zu lange dauern. Aber ich mag sie. Hallo. Farewell, my brother. Farewell. Witcher, Geralt, immer am Ende von Gesprächen in Witcher 1 bis 3. Farewell. This is this. Wo ist Teil deiner Verwandlung? Er ist der Hauptmann, also der Krieger. Ah ja, und die anderen sind so Magie-Sachen. Bei Donald vielleicht. Donald als Magier hat zweite Form mit dir. Special Moves in Teil 3 dauern noch länger. Okay. Bushido, ich mach's einfach, wo alle tot sind. Ja. Kann auch leider nicht raus gerade. Mach mal, Euron, ne? Danke. So einfach nur wegen den Dingern. Tschüss.
Farewell ist auch zu früh dafür. Auron. Auron Morgenstern. Arwen Abendstern. Was? Bushido machen. Bushido! Ich bin der Endgegner. Lustig. Das werde ich jetzt noch sehr häufig sagen in Let's Play. Tut mir sehr leid. Okay, wahrscheinlich wird Auron gar nicht so lange bei uns sein, aber trotzdem. Geht auch besser, ne? Auzi. Ja, falls Sie sehen, uns den zwei übrigens nochmal angeworfen. Heil mich mal lieber. Oh, mein Mana. Sterbe. Danke, Donald. Gut, dass ich ihn dabei habe und nicht Goofy. Alles richtig gemacht. Was? Quicktime-Events. Freunde. Tod. Die Leiste. Bushido! Nur um das kleine Hörbuch zu den Geschehnissen nach 10-2 zu hören. War auch und okay. Und Donald ist gerade gar nicht dabei, ne? Die faule Socke. Drückt sich mal wieder vor der Arbeit. Wie alle meine Einheiten in StarCraft immer. Schon mal Dreieck Spam. Muss ja eh nichts anderes drücken. Sitz, Platz, Fuß. Mhm. Okay. Bis tot, Cerberus. Wait a minute. Du bist tot. Farewell. Sag es nochmal, Auron. Alter. Bruder. Ach, hier nimmt wieder keinen Damage. Boah. Bitte mal, wenn's. Kam ja nach Resi 4 raus. Uff. Fucking Resi 4. Danke dafür. Come on, Wonder Boy, play hooky for a day. For old time's sake. They came to see me. They came to see a hero. I can't let them down. Don't worry, Meg. I'll be fine. What does a hero need rest for, huh? See ya. Sora, don't let me down. Puh. Was ist mit Auron passiert? Er kann auf sich selbst aufpassen. Wir müssen Mac finden und dann starten wir einen erneuten Versuch. Aha. Okay. Ja. Danke, dass du mich noch Gefährten aussuchen lässt, wenn ich keine mehr hab. Nicht mehr als die, die ich haben kann. Ja, wir haben gerade Til Schweiger gesehen. Das macht mich wieder sehr glücklich. Ich freue mich wirklich darauf, ihn zu synchronisieren. Ich hab's vermisst. Speichern. Immer mal wieder. Kommt immer wieder dann vorbei. Das ist so quasi der zentrale Punkt dieser ganzen Angelegenheit hier. Habe ich gerade schon gespeichert? Oder was? Ach, egal. Nein. Nochmal. So, da komme ich nicht hin, ne? Feuer ist tödlich. Kampf wendet einen durchkommen. Ist das so? Ah, wo muss ich denn? Achso. Hätte ich da nicht theoretisch von Anfang an hingekonnt? Hm, wahrscheinlich. Wahrscheinlich war die Tür zu. Oh,
Let me see if I've got this right. That brat's Keyblade works on any lock. That's right. Have I ever told you about the killer Colosseum we have right here in the underworld? It makes the one upstairs look like an Olympic kiddie pool. Then that's the place we're gonna put an end to Hurt the Jerk's winning streak. Problem. Zeus locked it tight. No! Oh? Bingo. All we gotta do is swipe that key and then reopen the Underdrome. Hate to tell you, but that key is kinda particular. It won't work for just anybody, and that kid ain't no pushover. I think this calls for a woman's touch. Typischer Mac-Move, sich von Hades bezirzen lassen. Ah, ich habe wieder Bock, den Film zu gucken. Den Ort kenne ich noch. Donnerwetter, da werden eine Menge Erinnerungen wach. Auch ein paar schlimme, muss ich sagen. Wobei, eigentlich... Gerade überlegen. Eigentlich hatten sich jetzt nicht so vor Probleme gestellt, die Cups, ne? Am Ende war ich ja sowieso viel zu überlevelt. Ja. Da kriege ich doch schon wieder... Ist es denn... Sind das noch die Überbleibsel aus Teil 1? Oder... Ist die jetzt wieder genauso? Ja. Weiß ich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass die Folge hier endet. Ha! Yo. Coole Sache. Gehen wir dann nächstes Mal rein. Da, wo Mac gerade rumchillte und Herkules... Ja, nicht. Super. Ich hätte da sogar Spuren im Sand. Ich bin begeistert. Chain of Memories. Ja. Chain of Memories war halt Käse. Komplett. Also, ne? Tschüss.